Im letzten Part haben wir aus Blei Gold gemacht, Laura in eine Goldstatue verwandelt und außerdem den Weg in die Kanalisation freigeschaltet. Wer also das verpasst hat, der schaut gerne mal im letzten Part rein. Und jetzt machen wir weiter, ja, mit was auch immer das hier unten wird. Und ehrlich gesagt, gefällt mir das schon mal nicht so gut, weil ich habe ja nicht unendlich Luft. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Oh, Junge, Junge, Junge. Also nur Zwischenstation. Oh Gott. Okay, Leute, Luft anhalten, weiter geht's. Wo auch immer es hier weitergeht. Und ja, den Knopf für schnell schwimmen, den drücke ich schon. Glaube ich jedenfalls. Aber schwimme ich nicht im Kreis? Irgendwie kam ich doch von hier, oder? Vorne wird's heller. Ja. Ja, lol, von hier kam ich. Ja, geil. Und jedes Mal saufe ich so ein ganz kleines bisschen ab. Cool. Ja. Fuck. Okay, ich bin vorhin, glaube ich, nach links geschwommen. Ich schwimme jetzt mal nach rechts. Ja, toll. Ja, perfekt. Und direkt wieder hoch zum Luft holen. Hä? Es geht nur links oder geradeaus? Links war ja irgendwas zum Luft holen. Da war ich schon nicht so falsch, I guess. Aber ich schwimme jetzt mal geradeaus. So. Und ne, war ich das letzte Mal auch geradeaus geschwommen? Doch, ich war das letzte Mal auch geradeaus geschwommen, oder? Ich hab halt keine Ahnung, Alter. Aber ich ersaufe auf jeden Fall gleich, das weiß ich. Ja, doch, doch. Ich war das letzte Mal genau hier. Ey, man ersauft jedes Mal. Du kannst nicht so schnell sein, dass du nicht ersaufst. Jedes Mal kriegst du so ein bisschen Damage. Oh, warte mal, geht's hier weiter? Nee, okay. Ja, aber... Hä? Lass mich hier mal genau umgucken. Ah, ich glaube da vorne rechts. Ich glaube, da war ich nicht. Ich glaube, da muss ich weiter. Also dieses Level, was wir hier haben, ne, so ganz Griechenland. Geht mir ein bisschen auf den Sack. Muss sagen, da fand ich Peru ein bisschen besser designt. Griechenland hat einige Stellen, die schon ziemlich unfair sind. Sei es jetzt diese Scheiße mit dem Gold, sei es irgendwelche Präzisionssprünge oder... Ne, was nicht alles. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Okay. Das Grab von Tiochan, na endlich. Das heißt nämlich, hier finden wir jetzt gleich den Sion. Oder das Teil des Sion oder whatever. So. Ratten. 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 Ich höre noch mehr Ratten. Nein. Gut. Oh, ich brauche die Kiste. Dammit, ich brauche die Kiste. Übrigens, als ich jetzt gerade das im Internet nachgeguckt habe, mit dem Goldbarren aus dem letzten Part, ne? Lol. Da habe ich auch mal direkt nachgeguckt, was eigentlich in diesem Raum mit den Stacheln war, was wir jetzt nicht eingesammelt haben. Es ist nur irgendein Relikt und irgendein Artefakt. Es ist also komplett egal. Ich weiß nicht mal, was man dafür bekommt, wenn man die sammelt. Ich glaube, irgendwelche Bonus-Outfits oder so. Habe ich jetzt noch kein einziges bisher freigeschaltet. Ist auch wurscht. Hallo, kannst du? Danke. Brauchen wir nicht. Lara sieht auch so gut genug aus. Ansonsten gibt es ja immer noch die Nackt-Patches, die man installieren kann, ne? Gut. Weiter im Text. Ich weiß nicht, ob sowas... Lol. Weiß ich nicht, ob sowas für dieses Spiel gibt, aber... Ich glaube, für die meisten Tomb Raider-Spiele gibt es das wahrscheinlich, von daher. Ja, ne? Das war ja auch so der Mythos, die Legende, dass man in den Original-Tomb Raider-Spielen... Dass man in den originalen Tomb Raider spielen, ne, von 96. Ich glaube, im Teil 2 war das vor allem, oder? War es Teil 1 oder Teil 2? Da gab es am Ende so eine Szene, wo Lara irgendwie duschen geht, ne? Und dann gerade ihren Bademantel ausziehen möchte. Und dann guckt sie mal so zur Kamera, greift sich so die Schrotflinte so, ey, verpiss dich. Ne? Und dann werden wir quasi rausgeschmissen als Spieler. Und da gab es halt ewig viele Gerüchte dann früher, dass du irgendwie das Spiel perfekt spielen musst oder irgendwas drücken musst oder sowas, damit du halt an dieser Szene quasi nicht rausgeschmissen wirst und dann dabei bleiben darfst. Ist natürlich alles Bullshit und ganz ehrlich, in dieser Pixelgestalt von 1996, ob man da irgendwas hätte erkennen können,
oder überhaupt erkennen wollen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Oh, jetzt scheiße, das war jetzt nicht so gut, glaube ich. Aber ja. So war das damals. Und wie gesagt, mittlerweile gibt's eh in Ohai. Ohai, Ohai, Ohai. Jetzt verreckt doch endlich. Die scheiß Schrotflinte macht so gar kein Damage, Alter. So, und da unten war auch noch irgendein Viechkram, oder? Aber hab ich den jetzt schon umgelegt? Hm, kann ich nicht treffen. Kann ich den da treffen? Der dürfte nah genug sein. Aber da kann ich nicht hinzielen, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Wieso kann ich da nicht hinzielen? Ich will die loswerden, bevor ich da ins Wasser reinfalle. Ah, kann ich nicht. Weil ich werde mit Sicherheit da irgendwann reinfallen. Allein schon, weil ich gar keinen Plan habe, wo ich hin muss. Okay. Wir können auf jeden Fall noch hier hinten. Da ist ein Medipack, das ist schon mal eine gute Sache. Das sollte ich auch gleich mal benutzen. Vielleicht auch gleich zwei davon. Vielleicht hätte ich einfach ein großes nutzen sollen, wäre vielleicht klüger. Aber hey. Ich meine, die Medipacks sind eh relativ unnötig, weil wenn man halt wenig Leben hat, dann geht man halt einmal drauf und danach respawnt man direkt an der Stelle, wo man draufgegangen ist, wieder, ne? Und gut ist, weil die Kontrollpunkte sind ja sehr fair gesetzt in dem Spiel, muss man sagen. Die sind größtenteils sehr fair. Andere Richtung. Ah, das lässt das Wasser ab. Ja, gut, aber... Jetzt habe ich die Krokus aufs Trockene gelegt. Ups, sorry. Aber ihr könnt ja auch an Land leben, ist ja gar kein Problem. Kannst du den vorderen anvisieren? Goddammit. Danke. Dann schicken wir den einfach mal ganz kurz in die Hölle. Optimal. So, und dich kann ich noch nicht treffen, ja? Ist das so? Doch, kann ich wohl. Perfekt. Oh. Okay. Oh Gott, ich brauche hier unten irgendwann eine Kiste. Oh. Was macht das hier? Das macht exakt dasselbe. Hä? Ah, ne. Ah, da ist eine Kiste. Aber wie kriege ich die da jetzt raus? Oh Gott, warum? Ich hasse so Rätsel, Alter. Ich bin gar kein Rätselfreund, Leute. Deswegen mag ich auch die neuen Tomb Raider viel, viel lieber als die alten. Weil die alten... Bleibt's jetzt offen? Weil die alten halt so voll auf Rätsel ausgelegt sind und die neuen halt mehr so auf Story, bisschen Geschicklichkeits-Action so, aber halt im Endeffekt einfach Story und schießt die Gegner über den Haufen. Und das ist halt geil. Deswegen sagen mir halt die alten Tomb Raider viel, viel weniger zu. Wie zum Fick komme ich hier wieder raus? Achso, wenn ich jetzt Mario wäre, würde ich den Wandsprung machen, aber... Naja, ne? Ach, da oben. Oder? Nee. Da komme ich nämlich nicht ran. Ah, doch, warte mal. Kamera. Hä? Hallo, das Zeichen war doch da. Schon. Danke. So. Ich weiß nicht, ob man das so machen soll. I guess not. Aber es ist mir auch, glaube ich, einfach mal komplett egal. Deswegen machen wir es jetzt so. Jetzt muss ich nur noch mal ein bisschen gucken, wie weit ich jetzt runter muss, um da hinten hinzukommen. Müsste so eigentlich gehen, glaube ich. Ja. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war, oder? Weil das wirkte ein bisschen... Bisschen Levelgeometrie ausgenutzt oder so, aber ey. Wenn es funktioniert, dann funktioniert's, Leute. Von daher. Don't judge me. Ich weiß jetzt halt nicht, was mir das gebracht hat, ne? Ich habe jetzt hier unten zwar gesehen, dass ich da zwei Schalter habe, aber die bleiben nicht aktiviert und ich kann mit denen nichts machen. Solange ich, hier unten keine Kiste habe. Also. Joa. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, hier das Wasser abzulassen und so weiter. Ist ja denn, ich habe hier oben irgendwo eine Kiste, die ich da runterschieben kann. Hab ich. Ah, doch, da ganz oben. Oh mein Gott. Muss ich ernsthaft die Kiste von da ganz oben mit runternehmen? Ihr habt doch was geraucht. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst.
Oh, oh, oh nein. Puh, das wird dauern. Okay, immerhin kann man hier wieder hochklettern. Aber das sind doch Holzkisten, die schwimmen doch. Wenn ich da unten das wieder flute, dann werden die Knöpfe doch automatisch wieder deaktiviert, oder sehe ich das jetzt falsch? Hey, wo springst du hin? What the fuck? Und jetzt würde ich diesmal ganz gerne nach links springen und nicht einfach random nach hinten in den Tod, weil... Joa, war jetzt nicht so angenehm, würde ich sagen. Dankeschön. Bin mir echt nicht sicher, was wir dann jetzt überhaupt hier machen. Ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, das Wasser abzulassen, ob ich es halt erstmal lassen sollen. Hä, die Kiste ist im... Ah, warte, okay. Nee. Hä? Hä? Die Kiste ist im Weg. Hab ich die dahingestellt? Weil falls ja, habe ich mich, glaube ich, gerade aus Versehen gesoftlockt. Weil ich komme hier nicht mehr hoch. Ja, geil. Das ist schlecht. Ah, hier kann man auch noch hochlaufen. Okay. Gott, Alter, das wird richtig anstrengend hier. Alter. Boah. Ich weiß echt noch nicht, ob ich diesen ganzen Kletterkram hier einfach komplett rausschneide, egal ob wir es schon gesehen haben oder nicht. Weil das ist ja super langweilig. Kann ich da rüber springen? Ja, ich weiß nicht, ob das geplant war, aber es geht auf jeden Fall. Das ist ja super langweilig hier. Ah. Damit kann ich jetzt wahrscheinlich das nach ganz oben holen, oder? Oh, Leute, ganz ehrlich, ich habe mich in Part 5 so geirrt. Das hier ist der Wasserdungeon aus OOT. Holy fuck. Das ist ja mal komplett 100% ätzend. Okay, ja, jetzt haben wir das Wasser wieder auf der Ebene hier. Das heißt, jetzt kann ich gucken, dass ich zu der Kiste hinten komme. Ja, 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 ja. Okay. Oh, was mache ich dann? Oh, shit. Okay, ich gehe jetzt erstmal zu der Kiste da hinten. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Und dann schiebe ich die ins Wasser, damit die erstmal da unten liegt, ne? Ja, warte mal, komme ich hier raus? Geht das? Nö. Wir halten fest, wir haben bisher eigentlich nichts geschafft, außer... Achso, das funktioniert nicht, weil da jetzt Wasser ist. Cool. Außer das Wasser nach ganz oben zu fahren. Ich habe weder geblickt, was ich hier tun soll. Noch weiß ich, wie ich weiterkomme. Ich habe quasi... Ich habe nichts. Ich habe überhaupt nichts, Leute. Weißt du? LOL! What the hell? Sie hat sich einfach kurz nach da oben geporst und hat die Munition eingesteckt. Alles klar. Laura ist eigentlich Jesus. Sie kann auf Wasser stehen. Cool. Ey, Leute, könnt ihr mir verraten, was ich hier machen soll? Diese Kiste steht da falsch. Ich bin mir relativ sicher, dass sie da normalerweise nicht stehen soll, weil das funktioniert nicht. Ich komme nicht weiter. Ich kann an der Kiste nicht aus dem Wasser. Ich kann die Kiste da nicht wegschieben. Es geht nicht. Kann ich das runter machen? Ja, kann ich. Ja, aber das bringt mir nichts. Oder? Jetzt kann ich halt da drüben den... Ah, doch, jetzt kann ich hier drüben den Weg nehmen. Okay. Aber da hätte ich Wasser gar nicht erst hoch machen müssen. Hä? Was zum... Vogel, Alter! Warum? WTF mache ich hier eigentlich? Nicht schon wieder so Sprünge! Ah, okay, ich soll nicht zur Seite abspringen. Okay, gut.
Ich werde mich jetzt sicherlich nicht wegen der Munition fallen lassen. Das kannst du mir mal komplett. Ne? Kannst du mir komplett streichen, Alter. Okay. Ich komme irgendwo hin. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo ich jetzt hinkomme. Da hoch. Was mache ich jetzt da? Ne, ich komme nicht mal da hoch. Help! Wo muss ich hin? Was tue ich hier? Schrotmuni, ja cool. Ah, ich komme zur Kiste. Oh, okay. Oh, was ein Aufwand für so eine Kackkiste, Alter. Und das muss ich für zwei machen, oder was? Ich hab doch einen Arsch offen. Boah, okay. Jetzt kann ich hier weiterklettern. Okay, wir haben irgendwas geschafft, Leute. Bin mir nicht so ganz sicher, was, aber wir haben irgendwas geschafft. Ah, ich komme von hier direkt zur zweiten Kiste. Okay, das ist gut. Da muss ich wenigstens nicht so einen Riesenaufwand betreiben. Das ist in Ordnung. Das ist actually legitim. So. Hier weiter. Die Frage ist nur, mit den Kisten. Die schiebe ich dann jetzt einfach da runter, damit ich sie da auf die beiden Schalter stellen kann, ja? Ist das so? Das wäre irgendwie zu einfach, oder? Glaube ich jetzt noch nicht so ganz dran. So. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinschieben soll. Ich schiebe die jetzt einfach mal hier runter. Hat funktioniert, I guess. Und jetzt muss ich auch da runter, oder wie? Wie komme ich da jetzt wieder runter, ohne zu sterben? Ich springe einfach ins Wasser, oder? Nein, nein, nein! Oh, okay. Beziehungsweise ich gehe direkt hier runter zum Schalter vielleicht. Dann muss ich nicht den ganzen Weg nochmal laufen. Ich glaube, Fallschaden kriege ich hier nicht so viel, dass ich sterben würde. Ja, perfekt. So. Weil jetzt kann ich mich hier das Wasser ablassen. Können vor Lachen. So. Und dann kann ich da unten die Kisten hinstellen, I guess. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo die überhaupt gelandet sind. Und vor allem, wie ich sie von da, wo sie gelandet sind, wieder wegbekomme. Ich nehme an, die müssen beide hier runter, ne? Die schiebe ich wahrscheinlich hier rein. Ja, ja. Wobei, nee, kann nicht sein, weil das ist eine Wand. Da komme ich ja gar nicht hin. Da ist eine Kiste. Okay, ich nehme die jetzt einfach und schmeiße sie da irgendwie runter, I guess. Nämlich hier. Boah. So. Wäre ja geil, wenn ich das Krokodil erschlagen hätte. Aber hey. So, wo ist jetzt die andere Kiste? Hier. Ah ja, genau, die schiebe ich jetzt hier runter. Kann ich die hier runterschieben? Ist das eine Erhöhung? Okay, das ist eine Erhöhung, aber ist eigentlich scheißegal. Optimal. So, jetzt würde ich ganz gerne das Krokodil kurz umlegen. Optimal, dankeschön. Einmal runter. So, und jetzt, da kommt noch irgendeine Kiste raus oder so. Ach, ich kann diese Animation mal aufhören, bitte? Danke. So. Ich schiebe jetzt diese Kiste einfach auf diesen Schalter drauf. Aber die Kisten schwimmen doch locker weg, wenn ich das Wasser wieder erhöhe. Oder bringt mir das jetzt so schon irgendwas? Nein. Okay, und diese Kiste? Tue ich denn jetzt auf den anderen Schalter? Oh Mann, das ist erhöht. Ich kann das doch nicht durchziehen, ernsthaft. Ah. Da ist nur irgendein Relikt drin, das ist also scheißegal, glaube ich. Aber was bringt mir das eigentlich, diese Gitter da oben aufzumachen? Weil Wasser fließt doch auch durch das Gitter durch. Also, was genau hilft mir das jetzt? So, und jetzt von hier kann ich wahrscheinlich
das Wasser wieder reinschmeißen und hoffe halt, dass die Kisten jetzt nicht wegschwimmen. Aber ich habe den Weg gefunden, wie man eigentlich da hochkommen soll. Lol. Also ich habe es schon einigermaßen richtig gemacht. Man sollte sich da dran hängen. Lol. Aber halt nicht, indem man da die Schräge hochspringt, sondern indem man hier die Schräge runterspringt. Naja. Kreative Probleme erfolgen kreative Lösungen oder so in der Art. Ne, moderne Probleme erfolgen moderne erfordern moderne Lösungen. So war es eigentlich. Das ist egal. Ich bin modern und kreativ. Nein, eigentlich bin ich überhaupt nicht kreativ. Eigentlich bin ich komplett unkreativ. Es hat denn es geht um das Finden von Bugs in Spielen, Leute. Dann bin ich sehr kreativ. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es in jedem Let's Play, was wir haben, irgendeinen behinderten Bug zu finden, der mir entweder das Spiel komplett versaut oder aber ziemlich lustig ist. Oder beides. Ziemlich lustig und mir das Spiel komplett versaut. Soll es auch schon gegeben haben. Soll ich zu meinem Kanalmotto machen eigentlich, oder? Mache ich vielleicht irgendwann. Schreibe ich so drunter. Findet Bugs seit 2000. Und das ist genau sowas, was mich an den alten Tomb Raider Spielen so fucking abfuckt. Du springst so einen Grad zu weit zur Seite, dann hält sie sich nicht fest und du kannst den ganzen Run nochmal machen. Und das geht mir so auf die Eier. Bah! Meine Güte. Das ist so dumm, unnötig, kacke. Oh, das nervt einfach nur. Dann sitzt du 10 Minuten an so einer Kletterpassage, einfach nur, um endlich wieder hier rauszukommen. So habe ich mir das eigentlich gedacht. Dankeschön. Sehr zuvorkommend. So, wo ging es jetzt nochmal weiter? Ah, perfekt. So, bitte sag mir, dass es jetzt funktioniert, wie ich mir denke. Mal schauen. Ja, zeig mir nicht das Wasser, zeig mir die Kisten. Ich will wissen, ob die Kisten stehen bleiben. Ja, tun sie tatsächlich. Lol. Okay. Das heißt, jetzt mache ich das Wasser wieder nach ganz nach oben, weil dann habe ich nämlich diese Plattform, ja? Weil ich ganz gerne kurz vorher kontrollieren würde, ist unter dieser Plattform irgendwas Wichtiges drunter gewesen. Was ich einsammeln möchte. Nein, sieht nicht so aus. Okay, gut. Dann... Ja, dann sorgen wir jetzt dafür, dass der Schalter wieder nach ganz... Also, dass das Wasser wieder nach ganz oben erhöht wird. Da ist der Schalter. Mit dem machen wir jetzt das Wasser nach ganz oben. Und was ich jetzt mit dieser Plattform mache, muss ich mir erst nochmal anschauen. Ich weiß noch gar nicht genau, wo ich mit dieser Plattform überhaupt hinspringen möchte. Ich nehme an, ich brauche sie irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo. Wo war überhaupt mein Ziel nochmal? Kann Lauren das nochmal sagen, was mein Ziel war? Ich brauche etwas Schweres, um die Bodenplatten unten zu halten. Das ist schon lange durch, Mädel. Die Kisten stehen da schon seit 10 Minuten. Lol. Richtig, richtig hilfreich. Achso, ja, jetzt komme ich da vorne hoch. Ne? Wo ich vorher nicht hochgekommen wäre. Das geht jetzt. Nehme ich an. Yes. Und, ne, warte, hier war ich aber auch schon. Ja, hier war ich schon mal. Nein. Oh nein. Man hätte das... Oh, man hätte diese Plattform hier rüberziehen müssen. Deswegen muss man das Gitter aufmachen. Oh, weil die Plattform passt... Ja, super. Weil die Plattform passt nicht hier durch. Ich kann nicht da durchziehen. Ich hätte die Fahrt... Oh, ich muss das Wasser wieder runter machen, die Plattform da durchziehen und dann... Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Plattform da drüben ist.